Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder aus dem Inneren des Paderborner Doms. Ich stehe heute hier mit Dompastor Klauke und wir wollen euch ein weiteres Angebot bei uns am Dom vorstellen, die stille Anbetung. Was ist die stille Anbetung? Ja, die stille Anbetung ist eine sehr schlichte Gebetsform, aber vielleicht macht das ja auch den besonderen Reiz aus. Was geschieht da? Die stille Anbetung beginnt damit, dass wir das in der Messe gewandelte Brot, die Hostie, in die Monstranz, in das goldene Zeigegefäß setzen und es auf den Altar stellen. Das eucharistische Brot, ja, ist für uns ein Zeichen, dass Jesus da ist unter uns, dass er gegenwärtig ist. Das heißt, wir kommen eigentlich hierhin, um mit Jesus in den Austausch zu kommen? Genau, also jeder ist eingeladen, in dieser halben Stunde, in dieser Anbetungszeit, vor Gott da zu sein, der uns in Jesus Christus nahe kommt. Und wir dürfen ja das mitbringen, was uns vielleicht den Tag beschäftigt hat, was uns auf dem Herzen liegt, und ja, dürfen einfach in Stille bei ihm verweilen. Wenn wir von persönlich und individuell reden, Sie sagten gerade eine Stunde. Heißt das, man hat eine feste Zeit, wann es losgeht und eine feste Zeit, wann es zu Ende ist? Oder kann man auch einfach ein bisschen später kommen, wenn es im Alltag einfach anders gerade nicht passt? Ja, hier im Dom ist es so, dass wir eine halbe Stunde werktags die Anbetung halten, immer von 5:30 bis 6:00. Man kann auch später kommen oder früher gehen, wie es einem ja gefällt. Die meisten, die da sind, bleiben auch die halbe Stunde. Warum findet diese stille Anbetung gerade hier bei uns im Dom statt? Was ist das Besondere? Ja, dahinter steckt ein Anliegen, nämlich den Dom als Ort des Gebetes zu profilieren. Wir feiern hier natürlich viele Gottesdienste im Laufe der Woche, aber auch außerhalb der Gottesdienste, ja, soll der Dom ein Ort des Gebetes sein. Und deswegen machen wir ganz bewusst dieses tägliche Angebot. Und es ist ja auch eine schöne Umgebung zum Beten. Genau, allein schon die Atmosphäre wirkt einfach schon einladend. Wir würden uns freuen, wenn wir euch an einem Montag oder Freitag oder an einem Tag dazwischen hier mal ab 5:30 zur stillen Anbetung begrüßen dürften. Und wenn ihr sonst Interesse habt, was es hier am Dom so für Angebote gibt, dann schaut doch mal auf unseren Kanälen nach. Da ist bestimmt für euch auch noch was dabei.